Hi Leute, halt's Maul, Lars, okay. Hi Leute, herzlich willkommen. Ach du Scheiße. Fick dich. Jetzt hab ich das ganze Intro zerstört. Ah, ist verloren. Hahaha, zu Cube World, Let's Play Cube World. Ja. Kauft's euch, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben heute dabei Matze und Lars. Es wird ein 3-Player-Let's Play, wir wissen jetzt nicht, wie lange das geht. Das Spiel ist unendlich lang, deswegen. Es ist eine Minecraft-Version. Es ist ein Scheiß, es ist Minecraft. Nein, es ist halt wie Minecraft, es ist eigentlich dieses Open World. Wirklich open, nee, nicht mal. Ja, also die Map, ich geh mal kurz auf die Karte, tut sich zufällig generieren. Wir gehen jetzt hier nach zu der Stadt, was auch immer die ist. Und wir zocken das Ganze online. Ja, ja, wunderbar. Und begeben uns dorthin. Geil. Oi, geil, geil, geil. Los geht's. Ja! Also, ich bin ein Rogue, also ein Schatten. Matze ist ein Magier. Und Lars ist ein Berserker. Wir können währenddessen noch ein bisschen abfahren. Ich hab hier noch nicht so ein Scrub. Oh, ich hab bis jetzt Scrub, Rogue noch nicht gespielt, deswegen Entschuldigung, wenn ich ein bisschen rumnuben bin. Okay, so, warte mal, wo geht's? Ich guck mal, Barut ist Lars und Grobian ist Matze, damit ihr es merkt, ich hab Slippy Toad, bin ein. Wir haben zwei Orks, fällt mir jetzt gerade so auf. Nein, einmal ein Goblin und einmal ein Ork. Ach, ein Goblin und ein Ork, ja gut. Ich würde niemals so weit runtersinken, den Goblin zu zocken. Yeah. Warte mal. Und es ist nicht Minecraft, nochmal. Vorsicht! Es ist nur Voxel-Base, was ist. Oh, Squirrel, gar nicht gut, die sind übel stark. Geh weg von denen, geh weg von denen! Ich weiß noch zu Mongo, ich kann rutschen. Ah, Scheiße, es verfolgt mich! Es geht schon wieder gut los, wir müssen die Stadt finden. Und da sind wir ein bisschen weiter nach rechts, nach Nordosten. Oh, ein Pilz. Ja, das Spiel ist wie gesagt Open World. Empfiehlt sich, es macht extrem Spaß. Das gibt's auf der Seite Prokrima zu kaufen. Ja, ich hab die Stadt schon mal auf meiner Karte. Yeah, Grobian! da ist schon mal, das sind Anfänge von der Stadt. Okay. Yeah! Und da gehen wir mal hin. Nämlich kann man da noch ein bisschen was farmen. Das sind die Ananasse. Ananas. Das sind Ananas und die sammeln wir jetzt einfach mal. Daraus kann man. Wir könnten es theoretisch gleich mal verkaufen, um uns Start-Equip zu holen. Machen wir aber nicht, weil ich will das benutzen, um. Zum Essen, also das kann man sich essen machen, damit wir nicht die Pots, die wir unten auf Kuh haben, verbrauchen, weil die sind doch relativ wertvoll. Lass noch ein bisschen was von Matze übrig. Oh, na dann, Matze, hier drüben sind noch ein paar von bei mir. So, ich schau mal, wie viel wir haben. Also ich persönlich habe in meinem Inventar jetzt 34 Stück. Ich habe 18. Damit würde ich mal sagen, bin ich gerade irgendwie führender und ich werde wahrscheinlich nachher was abgeben, je nachdem. So, und ich werde jetzt mir Pineapple Slices machen. Ich weiß es nicht, wie machen wir es? Leute, wie machen wir es jetzt mit? Von wegen mit dem. Gleich jetzt schon mal bereits sagen, wie es steht mit dem. Wenn man Items findet und so ein Zeug. Wer. Die Items sind ja eh charakterbeschränkt. Das heißt, du kannst als Magier nur Magier-Items benutzen, dementsprechend. Ich meine es jetzt so von wegen mit, wenn ich zum Beispiel hier. Ein Schaf. Ja, die kann man als Tiere. Als Pet benutzen. Nee, wie gesagt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, wenn ich zum Beispiel jetzt mir so eine. Ich weiß nicht, wenn ich ein Monster zum Beispiel töte oder so etwas, dann halt springt was heraus und. Komm mal wieder her. Gerade zum Beispiel bei großen Monstern. Komm mal wieder her. Ja, ich bin doch gerade unterwegs, du Mongo. Also, okay, also. Matze, die beiden sind noch ziemlich Noobs in dem Spiel. Ja, ich bin so der Checker von dem Spiel, sagen wir es jetzt mal. Ich hab's jetzt eine Weile gespielt. Ja, ziemlich geil. Deswegen sehe ich, wie ihr ja immer voll die Checker seid, deswegen geht ihr. Wer ist das? Komm mal her. Ellas, Elf und dann, wen haben wir da noch? No. Komm runter, Alter. Hanggliding, was? I love sailing und was ist mit dir? I don't like hiking, I prefer riding. Ja, gut, das ist meine Sache. Das sind Leute, die er jetzt gerade gefunden hat. Okay, es ist eigentlich relativ einfach, Items herzustellen. Einfach C drücken, dann müsst ihr die Kategorie, kochen. Ja, das ist so ein Kochtopf und dann geht ihr auf Pineapple Slice und macht das erstmal. Das ist als Standardvorrat erstmal. So, wenn ihr jetzt Tab drückt, dann könnt ihr mit WASD aussuchen, was euer auf Q gesetztes ist, also auf dem Quick. Das macht jetzt auch am besten auch mal, damit wir jetzt nicht gleich die Potions verbrauchen, weil die könnten wir dann bei Bossgegnern benutzen. Das könnte man unter anderem auch im Inventory machen, so zur Info. Ja! Prügeln! Ja, das gleich mal kurz. Warte mal, warum ist gerade? Scheiße. So, jetzt sind wir einmal dazu. Yay! Yo, what's up, man? Wo bist denn du? Ich glaube, die folgen mir. Nee, tun sie nicht. Die haben mich gerade eisgelegt. Komm mal da runter, bitte. Da, ich Mongo. Ich bin ein Mongo. Du Mongo, komm mal runter. Also, das Spiel hat sehr viel auch Free-Roaming-Aspekte. Man kann auch zum Beispiel climben, also klettern. Hier. Man kann schwimmen. Was für ein Wunder. So, Leute, wie hast du gemeint? W, Tab plus W. Tab, ja.
oder Tab und A, D. Ja, Tab und A und D kann man ausrufen. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr seid. Ich hab euch. Ja, ich bin schon mal bei Matze. Matze ist bei den Elfen gelangt und... Yeah! Hier haben wir. Wir reden mal mit denen. I love sailing. Cool. Ich hab doch bereits my alles vorgelesen. My favorite sport is hang gliding und... Was machst du? I don't like hiking. I prefer riding. Also ja, der eine mag... Ehrlich, ich bin eigentlich auch dafür, dass wir uns Pferde anschaffen. Schon. Ja, dafür müssen wir... Das Ganze läuft über die X-Das, da könnt ihr noch Skills angucken. Wenn ihr reiten wollt, dann müsst ihr bei Petmaster das auf Stufe 5 bringen, war es glaube ich, und dann Riding Level. Ich habe was zum Schlafen gefunden, ich glaub's nicht, ich habe einen Schlafplatz gefunden. Wow. Du hast einen Schlafplatz gefunden? Matze, da leg dich ins Bett, dann heilst du dich. Yeah. Da drüben, Matze. Ja, für du mal rum, ich geh mich ein bisschen umgucken hier. Yeah, wir gehen eine Runde schlafen. Ja, ihr geht pennen, ich geh noch gucken. In. Voll mit der voll mit dem Gesicht. Geil. Okay, dann komm mal her. Ja, Lars so wird's gerade Tag machen. Ja, kenne ich dich. Ich weiß. Lars ist gerade beim Inn. Da gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Ich weiß jetzt nicht bei welchem, es gibt mehrere in den Städten. Ja, drüben bin ich. Ja, aber ich weiß nicht. Und wenn man mit diesen redet hier, mit dem da zum Beispiel, mit dem Ankal. Oh Leute, ich hab mich gerade aufs Dach geglitscht. Dann hört man diesen Ton und dann wird's. Oben rechts sieht man das, dann wird's Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei von Skype, so ein Tray von Skype überdeckt wird, ich hoffe mal nicht. Ich glaub's nicht. Wo bist du überhaupt? Ich bin wieder hinter dir, ich hab mich gerade aufs Dach geglitscht. Da oben, lol. Ja, ich glitsch mir nicht hoch, ich kletter hoch. Hey, komm mal mit, Lennart. Lennart, helf mir. Da hinten sind ein paar Dinger, Spike Creatures. Matze, du kommst bitte auch, alle schön beieinander bleiben. Vorerst. Ich hab drei Stück getötet in einer. Alleine, aber trotzdem, das ist ziemlich nervig, weil du da genauso, weil du extrem viele Pots verbrauchst. Außerdem gibt's hier ein Ananasfeld und das will ich nicht. Ananas! Die kann man auch verkaufen und die gibt man dann pro Ananas. Man kann übrigens 50 Stück tragen. Die kann man dann, weil das ist eigentlich ganz nice, weil bei jeder Stadt gibt's immer so Felder. Da gibt's Pumpkins, also Kürbisse. Kürbisse. Kürbisse, genau, da fiel mir das Wort gerade nicht ein. Das Deutsche, das gibt's ja nicht. Pineapples, also Ananas und oftmals auch Karotten. Und die kann man verkaufen. Die geben für 50 kann man maximal tragen. Einer davon sind dann 2 Kupfer. Ja. Und also 1 Silber pro 50, also 1 Silber pro Stack. Ja, was eigentlich ganz cool ist. Was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder ein Inn oder sowas. You're looking strange. Danke, aber ich trotzdem würde ich jetzt mal wissen. Grobian! Matze ist gerade ziemlich leise. Ja, irgendwie ja schon. Ich frage mich gerade, wie ich meine Pineapple Slice in mein Inventar bekomme. Also in meine, da wo ich sie benutzen kann. Du drückst, also wie meinst du das? Drückst wo du C? Vom Inventar in die Leiste da nach unten. Ja, du musst erstmal die nach zu Pineapple Slices machen. Ja, hab ich. Du hast es schon. Dann drück Tab. Tab. Und dann wähl's aus. Wow. A und D. Skullbull. Schädelbulle. Matze. Lars, wo bist denn du jetzt schon? Ach, da unten. Irgendwo nach da unten. Wir bleiben mal besten zusammen. Einfach aus dem Grund, dass wir dann uns besser koordinieren können. Ja, komm. Ich will jetzt endlich mal wissen, wo endlich den ihr Shop ist. Der ihr Shop. Und du kannst dir eh noch nichts kaufen. Wir haben gerade Geld, 0 Kupfer. Ja, du kannst natürlich die Pineapples verkaufen. Wo sind jetzt die Spiky Creatures hin? Die ich so schön gefunden habe. Weil ich bin eigentlich dafür, dass wir denen nämlich als erstes mal den Arsch aufreißen. Wir können auch erstmal zum Dinger, zum Shops gehen. Ja, wo ist denn der? Dafür müssen wir aber erstmal die Districts finden, also die Gebiete. Ich bin mir jetzt bei der Stadt nicht so sicher, weil das ist jetzt ein neues Gebiet. Terodara City. Terodara City, genau. Und ich sag's, Schwein. Ein Schwein. Ja, ein Schwein. Töten! Scheiße, das geht gar nicht. Du kannst sie nicht töten, Mann. Man kann also Pets nicht töten, fällt mir gerade so auf. Doch, wenn sie böse sind, aber hier sind die... nicht böse. Ich konnte Dinge, die Kuh töten, die hat mich angegriffen, die war lieb. Ja, die war böse. Ganz einfach. Die war blau. Ja, blau hat nichts, blau hat Level zu tun. Blau ist, also weiß ist, sagen wir mal, optimal. Die kann man relativ leicht töten. Blau ist dann schon ein bisschen stärker, bis rot geht rot es dann. Und orange ist dann... Rot ist das Schwerste, was? Davor kommt orange. What? I like your name. Ich bin ein Hawk, mein Freund. Meine Freundin, was weiß ich, was du auch immer bist. So, wir kommen jetzt mal am besten von diesen Inns weg und gehen mal zu den Districts. Da können wir dann noch zu Händlern gehen. Gut, wo sind denn die?
folgt mir einfach mal. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen erforschen, weil man kann ja noch nicht alles wissen. Aber die Städte sind eigentlich relativ ähnlich immer aufgebaut. El Kartos! Ja! El Pick! Wir wissen jetzt auch gar nicht, wie lang die erste Episode wird. Mal schauen. Zum Colli. Ich will dann schon einen German Shepherd haben. Ich will meinen Shepherd mit haben. Mit Maustaste. Also, alleine die Tatsache, dass ich Shepherd habe. Ich meine, wir können dann gegen die Reaper gewinnen. Shepard! Was willst du hier Mass Effect spielen oder was? Ah ja, klar, Mass Effect. Ich sag nur, neuer Pornoname S Effect. Oh. Alter. Do you know what raccoons like to eat? Chocolate, cakes, of course. Aha, aha, da haben wir schon mal was. Raccoons. Oh, was geht da unten ab? Ach, Matze zaubert. Also. Raccoons, damit weiß man zum Beispiel, so kann man, man kann es natürlich einmal in der Wiki nachlesen, was die alle mögen, die Pets, oder man fragt die Leute, die erklären dann auch einiges. Ja. Was eigentlich ganz cool ist. Raccoons, was war denn das? Mein Mitch? Aha. Ja. Okay. Terradora City. Das Problem ist, dass wir... Trade District, da haben wir ihn ja. Trade, hast du den gefunden? Wo? Ja, ich bin hier gerade. Da, wo ich gerade bin. Hier ist der anscheinend Trade District. Hä, wo ist er denn? Ja, keine Ahnung. Das ist anscheinend die Map ist so unübersichtlich. Du bist jetzt zwar irgendwo in der Nähe, aber wo genau, weiß ich nicht. Ah, Trade District, okay, klar. Da haben wir's. Ne, jetzt bin ich wieder aus dem Trade District draußen. Ich nicht. Ich bin immer noch drin. Wo bist du? Ah, ich hab da was gefunden. Genau. Ach, da, hier hinten ist der Trade District. Alles klar, wunderbar. Ja. Da gibt's, logisch, im Trade District gibt's Potion Shop, also da kann man sich Tränke kaufen und solche Dinge. Dann gibt's den Identifier, wenn man später Items findet, die nicht identifizierbar, Überreste heißen die. Wenn die nicht identifizierbar sind, dann Iron kann man Chest, Armor, plus one. Was ist denn das? Zwei Kupfer kostet mich der ganze Zeug. Wo ist meine Kupfer? Wo da. Wo bist denn du? Keine Ahnung. Ich würde auch gerne neue Rüstungen holen und das ganze Scheiß. Hier drin. Glass Flask, I don't know. Nein, und? Nicht hier drin. Was? Matze, komm mal da raus. Ah, wo ist der Shop? Wo ist der Shop? Ah, ich hab den Potion Shop habe ich schon mal gefunden. Ne? Da verkaufe ich mal die ganzen Pineapples. So. Kannst eh alles irgendwo... Das Bombe plus 79, das heißt, die hat 79 Power. Ich brauche aber nicht so eine Bombe mit. So, da haben wir aber 60. Hier gibt es einige Sachen. Glass Flask, später noch ziemlich wichtig, um Sachen zu machen. Lamp, ein Lamp haben wir schon eine, also dürfen wir schon eine haben. Karotten kann man sich kaufen, wenn man gerne Viecher haben möchte. Warte mal, habe ich eine Lampe? Ja, ich habe eine Lampe. Mit jeder F kann man die übrigens. Ja, eben, jeder hat eine Lampe schon von Anfang an. Ja, eben, das wollte ich, weiß ich doch. So, dann schauen wir mal. Brauchen wir noch einen Waffenladen? Ey, guck mal, da ist sogar ein Marktplatz. Was? Warte mal, ich hab da hinten was gesehen. Was ist denn das da hinten? Das ist der Identifier. Erkennbar an der Lupe. Was haben wir da hinten? Es gibt ja auch da noch Smith, also Blacksmith, also den Schmied. Echt? Ja, gibt's da kann man eigene Sachen schmieden. Boah, genial, werde ich auf jeden Fall machen. Dafür braucht man aber. Da, der ist da hinten. Und hier haben wir auch gleich den Waffenshop, da gehe ich jetzt erstmal rein. Und hol mir eine Rüstung. Es ist das erstmal Rüstung und dann die ganzen Sachen kommen dann später. Also bei mir sind erstmal Waffen ganz oben. Ich frage mich, ob sie auch einen Hammer. Was haben wir denn? Ja, eigentlich müsst ihr sogar einen Hammer geben. Was ist denn das hier eigentlich? Crafting District. Komm in ein Ex. In ein Adventure District. Komm da mal raus. Plain Wood, Crossman, Battered, Shabby. Das sind nur Waffen, das ist natürlich nicht so geil. Artless Iron Fist. Okay, damit kann ich natürlich dann letzten Endes nichts anfangen. Das Campfire. Ja, es ist nicht so geil. Spinning Wheel. Cool. Hardflower. Also Rüstung müssen wir uns wahrscheinlich theoretisch selber zusammen schmieden. Schmieden? Müssen wir sie zusammen schmieden. Ich habe leider da noch nichts. Ja, wir bauen ein Eisen dafür und ich würde gerne mal wissen, wo kriege ich eigentlich eine Dinger her? Eine Spitzhacke. Braucht man nicht. Ehrlich nicht? Nein. Das findet man ja so alles. Ja, das sind Eisen, also die hausch einfach mit deinem Schwert drauf und das passt schon. Okay. Da hinten ist der Blacksmith, dann war da. So, und Furnace müsste da rein. Ja. Und Saving da Money, dann, you Spinning Wheel, das ist dann besonders wichtig. Cotton Chest Armor, das ist dann für Loom. Also, das ist hier. Illuminate. Yay! Yeah. Und das ist für. Das kommt immer drauf an. Also, Lars ist ja der Warrior, also der Krieger, und der braucht Eisenrüstung. Dafür den ist besonders Eisen und sowas wichtig. Für mich ist bei Eisen nur Schwertern wichtig. Ah, hier haben wir es ja endlich mal. Und hier der Anvil, da kann man dann hier in dem Fall nichts herstellen, aber Schwerter kann man herstellen. Longsword. Und das kann ich dann auch hier, zack, Customization machen. Das
packe ich dann theoretisch hier rein. So, und dann kann man hier mit Eisenplättchen die Waffe verbessern. Ich bin ja an der Säge, Lenny. Da kannst du dann Holzblöcke herstellen. Die braucht man für Holzwaffen, also Stäbe. Für dich im Fall ziemlich wichtig. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach mal in Richtung Dungeon des ersten. Moment, chill mal kurz ein bisschen, ich komme mich hier gerade noch rum. Ah, Plane. Warte mal, ich suche gerade irgendwie so einen Hammer oder so etwas am besten. Ja, Leute, Ah, da haben wir ja. Iron Great Mace, wie viel kostet mich das? 87 Silber plus 38, Power 38 wird gefordert. Aber egal, kaufen wir einfach schon mal einen. Ich meine, dann habe ich schon mal, vielleicht finde ich auch was Besseres, vielleicht bereue ich den Kauf, vielleicht aber auch nicht. So. Ich glaube, das erste, worauf wir sparen, ist Hangglider. Das ist das Geilste. Ja, das bin ich eigentlich auch der Meinung. Wie viel ist es? 10 Silber waren es? 10 Silber. Dafür müsst du in den Fähigkeiten Climbing auf 5 bringen und zumindest einmal bei Hanggliding haben. Das heißt, ab Level 3 ist es das erste Mal möglich, wenn du am Anfang... Wo ist unser erstes Dungeon? Das ist doch der hinten mit den gekreuzten Schwertern, oder? Südosten. Das ist das nächste. Warte mal, das ist doch... Das wäre dann das mit den gekreuzten Schwertern, hab ich recht? Ja, ja, das ist immer Dungeons. Gut, dann latschen wir jetzt zum nächsten Dungeon. Matze, kommst du? Ja, warten wir mal kurz auf ihn. Moment, wo habe ich hier meine Geldanzeige? Wo sehe ich das? Im Inventar unten rechts. Kupfer. Lennart, und guck mich an, wie amazing ich bin! Du schwebst! Ja! Warte mal, hock dich nochmal hin. Vielleicht kann ich mich auf dich drauf gucken. Das wäre so genial. Ich glaube, wenn ich die Bank benutze. Warte, da stand gerade Sit Down. Ja, ich hock richtig drauf. Du kannst dich auf Bänke hocken, aber das. Nee, ich schwebe. Ich bin also so magisch, ich schwebe. Ich bin hier der Magier. I'm saving money. Ja, hang leider. Jetzt komm mal, Matze, auf. Ja, ich suche immer noch mein Geld. Was, du hast... Oh, Alter, ich will endlich mal ein bisschen was metzeln. Auf, jetzt komm, die Leute wollen was sehen. Die Leute wollen Blut sehen. Blut und Eisen. Blut, Gewalt. So dann halt. Hallo, das wäre doch kein Let's Play. Guck auf die Map. Kein deutsches Let's Play. Halt's Maul, Lars. Ja, komm, du weißt, wie ich das meine. Komm zurück, Mann, wir gehen zusammen. Lars. Was denn? Ich lauf richtig, du Mongo, also. Ja, du laufst schon richtig, aber wir müssen trotzdem noch auf Matze warten. Ich bin doch. Oh, was laberst du? Naja, schon da hinten kommst du gerade. Ich werde mir mal wieder. Ich suche mir eine Bank, ganz ehrlich. Oh, Mushroom. Mushroom. Betcha. Boah, ich hab Geld mehr gefunden und ich hab einen roten Baum. Ja! Nee, warte mal, ist ein Brunnen. Betcha. Barut, bleib stehen, Mann! Was haben wir hier? Ein Undead. Yay! Das ist kein Gegner übrigens. Ehrlich? Wo ist der im Undead? Der ist da gerade im Feld. Ich weiß nicht, ob das ein Maisfeld ist oder was auch immer das darstellen soll. Ah, okay, da ist also reingekrannt. Yay! Wir müssen in die Richtung nach Südosten. Betcher. Wo hat sich nochmal Dinger befunden? Mordor. Wo war nochmal Mordor? Mordor? In Süd. Südwesten. Fuckers. Oh ne, Südosten eigentlich. Ja, doch, Südosten. Ja, ich habe gerade die Karte. Ich bin schlecht mit was Osten und Westen. Nein, Packer! Was sind das? Das sind Beatles. Achtung, die sind stark. Die haben mich vorne auch mit meinem Hörer. Da, ein Maul! Okay, jetzt reicht's. Ich muss! Ja! Ja! Matze kriegt keine Experience, weil er nicht. Jetzt komm doch mal mit! Du rennst immer irgendwo anders rum. Ich bin hinter dir, Mann. Ja, Hauptsache schön. Da ist noch ein Maul. Echt, wo? Hinter uns. Echt jetzt? Da, ich hab ihn. Ja, Matze greift ihn gerade an. Boah, Matze, halt ihn in den Schach. Alter, Magier sind voll strange. Alle draufkloppe. Ja, aber trotzdem. Boah, wir haben alle schon voll Leben verloren. Trotzdem ist Matze voll strange. Strong. Strong. Yes, strong, ja. Also, wie viel Leben hat Matze? 205 nur. Ja, ich hab jenes meiste, so viel steht fest. Wie viel Leben hast du? Oben steht alles dran. 255. Yay. Ja, aber momentan habe ich 165. Oh, ich lieb's einfach, dass du überall hochklettern kannst. Das ist so geil. Ich kann man eigentlich brennen. Brennen? Ja, ich hab gerade die ganze Zeit gebrannt jetzt. Ja, das liegt an deinem Skill. Ich will brennen. Oh, hier. Yeah. Cotton, das brauche ich. Was ist denn das? Frogman. Leute, ich brauche Hilfe. Wuhu! Leute? Ja, ich bin schon unterwegs. Nein, kümmert euch um die da hinten. Na gut. Oh, die sind scheiße. Oh. Kein. Ja. Okay, alle gestorben, oder? Okay, wir warten erstmal, Lars? Ja, ich bin wieder da. Hey, wo da? Ja, ich bin wieder hier. Ich
Ich bin hinter, ich bin hier vorne hier im Mongus. Ach so. Okay. Warte mal, da hinten. Das war irgendwie, ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Wir warten noch mit den großen Kämpfen. Wir müssen erstmal mit kleinen Gegnern anfangen. Zwei besonders Humans, die können Ginseng, geil, Ginseng. Ja. Ah, da, die Humans. Machen wir die Humans tot. Oh Gottchen. Mein Hund nervt gerade Matze. Hat jemand, wer hat das bekommen alles? Ja, ich würde mal sagen, ich jedenfalls nicht. Ich hab's. Das ist ein Dusty Iron Chest, das ist für dich. Ja, das ist für mich. Da, nimm's. Mit E kann man übrigens aufsammeln, also das hat Lars glaube ich schon kapiert. Ja, deswegen habe ich auch inzwischen insgesamt so viel. Ich fresse jetzt auch mal was. Ansonsten bin ich ja instant. Oh Gott, mein, guck mal mein Lehmann. Da gibt's ordentlich viele Bienen da, Fliegende unten. Ja, warte. Wir kommen gleich. Wir essen gerade beide. Ich schau mir nochmal was rein. Oha, ich habe 208. Warum habe ich eigentlich so viel Leben? Warte mal. Weil du jetzt nur eine Rüstung aufgesetzt hast. Ja, stimmt, tatsächlich. Plus 14,3. Crows, so. Yay! Ja, es! Krähen! Wo? There is nothing special. Kann man die auch als Pets haben? Ja. Die greifen dich auch nicht an, also. Göttlich! Greift sie auch nicht dann an. Dann will ich einen Rahmen haben. Dann werde ich mich mal informieren. Matze, wo bist denn du? Hinter dir. Ehrlich? Ach, das bist du? Okay, gut. Da hinten! Müssen wir auch hin. Unbedingt jetzt, der. Yeah, in den Camp. Wer ist das denn? Lizardman. Der ist so. It's Cotton Lenny. Cotton. Ja, das kannst du abbauen. Examine. Common Iron Sword. Ja, Leute, wir müssen uns insgesamt jetzt mal beeilen. Von wegen mit. Ich würde eigentlich sagen, wir machen hier sogar einen Cut. Mal. An diesem Camp. Genau. Dann wird sich das endlich mal so lohnen. Moment, ich stelle noch kurz was her. Yay! Weil bei mir ist es gerade richtig dringend mit dem Essen und so ein Zeug und ja, weil halt auch. Ja, weil halt auch. Okay. Gut. Gut, also ich würde dann eigentlich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao, Leute. Haut rein, Leute. Ciao.